Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar ist es Enderal für die Skyrim Special Edition. Eine Mod sozusagen, könnte man sagen. Eigentlich ist es schon ein selbstständiges Spiel, denn man erstellt einen neuen Charakter, hat eine eigene Spielwelt. Ist auch ziemlich groß, die Welt, also die Karte, soweit ich sehen konnte. Man kann da sich drinnen verlieren, auch bis zu 100 Stunden. Und ja, ich freue mich riesig, denn ich hatte Enderal schon mal ins Auge gestochen vor längerer Zeit. Aber da gab es sie leider nur für die normale Skyrim-Version. Und ich war damals schon am Überlegen, auch die letzten Tage, ob ich sie mir kaufen soll. Dann durch Zufall habe ich dann gesehen, ach, bei Steam bald verfügbar. Und dann bin ich auch bei Nexus Mod mal gewesen, habe geschaut und da war die Mod dann auch schon verfügbar, also Enderal für Special Edition. Und ich wollte aber auf Steam warten, was bis jetzt aber noch nicht erschienen ist, bis heute Morgen. Ich um 7:30 ungefähr auf meinem Handy eine Discord-Nachricht bekommen habe, dass da und da der Key für Enderal ja nicht verlost wird, aber dass man dort einen Key bekommt. Und dann habe ich einfach da drauf geklickt. Man sollte dann in dem Chat Key schreiben. Wurde dann weitergeleitet, hat dann den Key für Steam bekommen. Somit konnte ich dann mein Spiel bei Steam aktivieren. Und ja, Enderal entdecken, ja bitte. Jetzt fangen wir an, ich habe genug gequatscht. Also ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich muss sagen, ich habe nicht viel davon gesehen. Ich fand einfach nur, ja, ich bin halt so ein großer Skyrim-Fan und ich habe mal 2-3 Stunden das gesehen gehabt, das Spiel bei jemandem, und die Grafik gefiel mir schon im alten Skyrim sehr gut. Die sah besser aus als wie bei Skyrim Special Edition. Und jetzt hat es ja nochmal ein Update gekriegt mit der Engine von der Skyrim Special Edition. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es hier aussieht und freue mich wahnsinnig. Und ja, es geht los. Das ging jetzt schnell. Da konnte ich nichts lesen. Ja. Gestartet. Ein schöner Sommertag. Ah. Okay. Ein schöner Sommertag. Ich spiele wieder mit Controller. Ihr wisst ja, ich bin Maus und Tastatur. Ja, könnt ihr vergessen bei mir. Ich bin zu blöd dafür. Ich war auch froh, als ich gesehen habe, dass es also auch mit der Controller geht. Also ich bin erstmal begeistert von dem vielen Grün. Und vom Pferd auch. Ich hatte es mal kurz angetestet. Ich hoffe, die Lautstärke ist okay. Dies ist euer Tagebuch. Hier könnt ihr eure Aufgaben, Statistiken, Systemeinstellungen vornehmen. Unter Quest könnt ihr Aufgaben markieren. Dann werden ihre Questziele auf der Karte angezeigt, sofern die Quest über bekannte Ziele verfügt. Unter Statistiken könnt ihr eure bisherigen Schritte verfolgen. Unter System könnt ihr Einstellungen für Gameplay anzeigen und Steuerung vornehmen und unter Hilfe ein Handbuch für das Spiel finden, falls ihr Hilfe benötigt. Ja, ist ein bisschen so wie bei Skyrim halt. Statistik haben wir noch nichts gemacht. System können wir noch mal kurz gehen. Mods habe ich keine soweit, aber der hat sich hier schon Sky UI mit installiert. Ja,
Das ist eigentlich ganz gut, wenn man es über Nexus, wenn man Enderal über Nexus Mod Seite installiert, braucht man SkyU, muss man erst installieren und noch ein paar andere Sachen. Deswegen wollte ich eigentlich warten, bis Steam da kommt. Ich wollte schon wieder alles modden und ich hatte irgendwie keine Lust. So, Gameplay. Das ist, glaube ich, okay so. Bla bla. Was gibt es da für Schwierigkeiten? Novize ist wahrscheinlich sehr leicht. Das ist leicht, das ist normal. Schwer. Sehr schwer. Eiserne Fahrt oder Todesfahrt. Ich glaube, ich bin bei Skyrim auch Adept. Deswegen lasse ich das einfach so. Das lassen wir so. Also, Mods habe ich noch keine. Außer jetzt, ich habe keine Lust, mich da wieder anzumelden. Einstellungen wollte ich noch mal wegen Sound gehen. Ein bisschen runter alles machen. Fußstapfen können auch ein bisschen hoch. Ich hoffe, es ist gut so, weil ich werde jetzt natürlich, da es eine Premiere ist, sozusagen, Tiefenschärfe, ich lasse das so. Das ist alles sozusagen auf Ultra eigentlich eingestellt. Warum die Sichtweite von Objekten? Egal. Wird gespeichert. So. Ich hoffe, mit dem Sound ist erstmal alles okay. Auch mit der Helligkeit. Man kann es später alles nochmal einstellen. Aber wie ihr wisst, Plätze kann man auch wieder sammeln. Werde ich da. Oh, ein Buch. Nehmen wir sofort. Zur Premiere wird halt diese Folge ein bisschen länger als wie eine Stunde, sagen wir mal. Danach werde ich schauen, wie es mit dem Sound war. Ein Schaukelpferd. So, was ist das denn für ein Buch? Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Fleisch ist Leben, das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihrer Familie. Oh Gott, Kannibalen. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Aber da wir in einer Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir die Freunde des blutigen Fleisches uns mit tierischem begnügen. Ja. Ja. Also von wegen das Herz des besiegten Essen oder so, gibt es ja in vielen Kulturen. Wird ja der Mensch an sich selber nicht alles gegessen? Wurde nicht alles gegessen, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es heute das ist. Vielleicht irgendwo am Ende der Welt, wo kein Mensch mehr lebt. Aber das habe ich. Oh, ist das unsere Puppe? Schon mal gelesen, dass also in manchen Kulturen das Herz des Besiegten von seinem Feind im Krieg gegessen wurde, weil der Geist und die Stärke des Feindes zu einem kann man das nicht schon? Wie oft sollen wir das denn nehmen? Okay, können wir vielleicht verkaufen. Was soll man eigentlich machen? Ich muss mit Vati sprechen. Er hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Okay. Das war jetzt ein Rebhuhn. Ja, es wird demnächst auch, weil Original Enderal hat ja schon ein paar Mods. Also Enderal für die normal Skyrim-Version. Aber
die sind nicht kompatibel mit Android Special Edition. Man soll auch nicht versuchen, Skyrim Special Edition Mods mit Android zu mischen. Das könnte... Oh. Da, Statue. Schäden verursachen. Man soll doch lieber warten, bis es neue Mods gibt. Es gibt schon welche, habe ich gesehen. Aber ich bin noch frisch jetzt. Ich habe mir überlegt, ich lasse es erstmal so. Bei mir ist es auch so, es geht mir ja um Schönheit. Und wenn ich das hier sehe, schön es doch aussieht, da brauche ich doch keine Mod. Es sei denn, es sieht alles schwammig aus, aber bis jetzt finde ich, hey, top. Okay, der Baumstamm sieht ein bisschen schwammig auch. Aber für mich ist er, sind ja Charaktermods sehr wichtig auf eine Art. Damit wir einen schönen Charakter bauen können. Aber ja. Solche Mods gibt es im Moment noch nicht. Und vielleicht gibt es die später. Ich brauche eh lange, bis ich mit dem Spiel durch bin. Vielleicht kann ich das dann anwenden, wenn es Race-Menü gibt, dass man mit dem Spieler seinen Charakter ändern kann oder vielleicht irgendwo sein Gesicht operieren lassen kann. Also, bekritzelter Zettel. O Herr, o Schöpfer, ich höre dich rufen, ich fühle deine Liebe, ich weiß um dein Opfer. Ohne dich bin ich nichts, ein Zweig im Strom der Zeit, ein Schaf ohne Hirte. Befreie mich meiner Laster und vergib mir meine Sünden. Vergib auch meinem Weib und meinen Kindern, meinem Kinde. Erlöse mich von meinem Schmerz und beglücke uns mit deiner immerwährenden Gnade. Amen. Ja. Okay. Ich glaube, da oben ist unser Vater, ne? Aber ich wollte da jetzt mal gucken. Gehen wir mal hin. Laufen wir barfuß, das macht so patsch, patsch, patsch. Ja, also grafisch mäßig gefällt es mir schon mal sehr gut. Soll ja auch neue Lichteffekte haben. Das ist auch so eine Statue. Also soll halt die Engine von Skyrim Special Edition haben. Dementsprechend auch die Lichteffekte, die ja verbessert wurden seit Skyrim. Ist das unser Vater? Oh, okay. Ah, hallo Papi. Papi? Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Ja. Und mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Was habe ich gesucht? Nein, habe ich nicht. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Okay. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen, nur... Was ist? Geh schon mal in die Küche vor. Ich komme gleich nach. Okay, was ich natürlich toll finde, ist, ist deutsch synchronisiert. Ja. So, Mami. Da hat die Musik aufgehört. Was? Ich klaue doch nicht mein Papi alles. Oh. Oh Gott. Was war das denn? Oh. Okay. Was hat er gesagt? Ein Elch? Oh, okay. Okay, es ist ein Elch. Fahrtes herzhafte Fleischpasteten. 2 Pfund gegartes Fleisch, 1 Glas Mehl, 1 Handvoll zerstampfter Knoblauch, 1 Handvoll gemahlenen Flüsterkraut, 1/2 Glas Fleischbrühe, 1 Prise Zucker. Mhm. Sehr schön. Also haben wir noch ein Geschwisterchen oder so?
Also ich nehme jetzt nichts mit. Ich trinke doch keinen Wein. Ich weiß ja nicht, wie alt sind wir denn hier? Kannst du es hinsetzen? Und wo ist Mami? Oh Gott. Ist das der Kühlschrank? Hier sind ganz viele Bücher. Sollen wir die jetzt alle sammeln? Das hatten wir schon. Die Kunst des knusprigen Fleisches. Wer kennt das nicht? Du freust dich auf ein schönes, knuspriges Stück Fleisch nach einem Tag harter Arbeit. Aber dein nutzloses Kind, dem du die Zubereitung aufgetragen hast, gibt dir anstelle dessen ein verkohltes Etwas. Du züchtigst es, aber das Problem bleibt. Okay. Du hast Hunger, also bleibt dir nichts anderes übrig, als es selber zu machen. Zur Feuerstelle gehen und ein großes blutiges Stück aus dem Tier herausschneiden und ab damit in den Kessel. Und siehe da, langsam beginnt der angenehme Duft von verbrannten Leben dir in die Nase zu steigen. Gibt es etwas Schöneres? Ich glaube nicht. Er züchtigt sein Kind also. Kunst ist mit dem Fleisch, ist also 10-mal nicht das hier, das werden wir natürlich nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Kunst ist, ja, ist alles dasselbe. Habt ihr nichts anderes zum Lesen? Oh. Meine Puppe. Oder ist das von meiner Schwester oder Bruder, die Puppe? Lauch. Ja, aber hier ist ja keiner. Hier sind Schuhe. Du suchen. Du. Er pfeift. Okay. Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Ja. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, was? Alle beide. Aber wie? Ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. Was? So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch, dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Mit den Masken, aber ich hab. Okay. Aber ich hab die nicht getötet. Kannst mir glauben, ich töte nicht meine Mutter. Und meine kleine Schwester. Das waren Männer mit den Masken. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ja. Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Im Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern, und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht!
Und jetzt genug des Geredes! Ich will endlich essen! Bringe das Fleisch, du verzogenes Balk! Bring es mir! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Okay. Ich konnte oben mich noch nicht umsehen. Das war jetzt heftig. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Okay. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige erleuchtete an Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sie, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Waren das wirklich Männer mit Masken? Wird das irgendwann noch aufgelöst? Das würde mich mal interessieren. Also nicht spoilern, bitte. Hey, Ruhe, verdammt nochmal! Willst du das ganze Schiff wecken, oder was? Was? Ach, bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Mhm, ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Ah, das war nur ein Traum? Okay. In dem Traum werden wir aber beschuldigt, aber wir waren es vielleicht nicht. Vielleicht muss er das schon ändern. Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Ja. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Mhm.
sein Schiff so schlecht bewacht ist, selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Nicht nur dir, aber vielleicht können wir das Geld ja zurückzahlen, sobald wir da drüben eine Anstellung gefunden haben, ja. Wir reden hier von 500 Groschen. Ja. Selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Leider. Ja. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Endera leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Oh, hallo. So, da geht's schon los. Erstmal. Eine Frau, danke. So, und dann gehen wir zu den Rassen. Also, Halbkilene. Als abgeschottetes Volk sagt man den Bewohnern des Gürtels von Kehle einen eigenbrötlerischen Geist nach. Kilenen gelten als begnadete Geschäftsleute. Ein Gerücht, was nicht zuletzt auf den in Kehle ansässigen Zuckerinselbund der größten Handelskompanie Münz zurückzuführen ist. Halbkielen startet mit einem Bonus auf Rhetorik, Tragkraft, Fingerfertigkeit und Fernkampf. Halbkyraner. Kyraner entstammen den namensgebenden Wüstenkontinent, der sowohl unfruchtbar und ungastlich gilt, gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Mystik und der Kunst. Während viele Fremdländer Kyra für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderal oft als sittenlos. Halbkyraner starten mit einem Bonus auf leichte Rüstung, Einhand, Ausdauer und Alchemie. Araziela. Dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Araziel entstammen sind die Araziela von der Spaltung ihres Volkes geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre pantheistischen Bräuche pflegen, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertigen Teil der Zivilisierung. Welt. Halb-Aresila startet mit einem Bonus auf schwere Rüstung, Zweihand, Lebensenergie und Handwerkskunst. Okay. Halb. Ein Elf. Ja, ich will keine Elf spielen. Dem sumpfigen Kontinent Myr Aranat entstammt Zwang. Die durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachten Zerstörung des Landes viele Eterna zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwartete. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihre... Oh mein Gott, ich kann nicht lesen heute. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihre angeborene Magiebegabung. Manche verehrten sie dafür. Viele Eterna verdienen sich ihr Leben als fahrende Spielmannsleute. Halb-Eterne erhalten einen Startbonus auf Elementarismus, Entropie, Mana und Verzauberung. Möchte ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Tragkraft, Fingerfertigkeit und Fernkampf. Leichte Rüstung, Einhand, Ausdauer und Alchemie. Ich würde mir gerne mal die Köpfe ansehen. Ist das okay für euch? Gibt es da Vorlagen? Oh. Nein, gibt es nicht. Wieso nicht? Ah, hier vielleicht. Ach, Voreinstellungen. Abbrechen. Hauttönung. Ah.
Ich sehe. Oder sehe. Fernkrampf. Zwei Hand. Ich bin gewillt, sie zu nehmen. Aber warum gibt es denn nicht? Gewicht ist also Brust und so. Hauttönung. Das Licht ist hier sehr vorteilhaft. Nehmen wir so. Voreinstellungen wählen und einen Kopf kurz verwerfen. Ah, okay. Das wollte ich doch. Ich wollte doch mal die Gesichter sehen. Nein, ich wollte. Sie lächelt, wenn sie besorgt. Die ist auch okay. Die kann man verbessern. Tut mir leid, ich muss ja mit dir leben, ne? Also Halbkörner. Einfach nur. Okay. Sie gefällt mir aber auch. Ich meine, wir könnten ja. Das wegmachen. Na. Haben wir jetzt bei ich schon reinguckt? Sorry, ich will einfach nur sehen, wie die aussehen. So weit, so gut. Da hätten wir viel zu tun. Ah, das waren die interessieren mich nicht. Ich bin der Meinung, wir nehmen sie. Okay. Hauttönung. Kann so gehen. Gewicht. Ja. So. Dann Hauttyp. Okay, das wird man ja immer älter, ne? Narben machen wir erstmal weg. Keine Narbe. Okay. So, Hauttyp. Ich sehe das nicht so gut. So dunkel. Können eigentlich so bleiben. Tattoo, nein. So Gesicht, Nasentyp. Wie gesagt, es gibt noch nicht so viele Einstellungen. Eventuell die
Ich dir auch nicht. Oder dir? Nee, von vorne sieht sie nicht gut aus. Die ist wieder zu klein. Die erinnert mich an jemanden. Nein, sag ich jetzt nicht. War das die? Weiß nicht mehr. Das war, glaube ich, unsere Standardnase, ne? Oder? Was kann man denn machen mit Nasenlöcher? Nasenlänge? Ah, okay. Kiefern war es so viel. Mir gefällt die Nase jetzt aber nicht. Das ist mir ein bisschen zu breit. Na, die Nase geht. Bald mir die. Kiefer. Schmaleres Kiefer, Kieferhöhe. Oh, spitz. Kieferstellung. Jetzt kommt's. Ich habe keine Ahnung, was man hier damit. Ich sehe da noch nichts. Kann so bleiben. Wangenknochen. Bisschen schmaler. Wangenfarbe. Ja. Lachfalten. Nö. Untere Wangenfarbe. Nasenfarbe. Kinnfarbe. Nackenfarbe. Kopffarbe. Ich würde gerne dann jetzt, ja, Augentyp. Nö. Was waren denn jetzt unsere Verdammten? Das waren unsere? Oder? Nein, die sind hässlich. Okay, die sind gut. Augenfarbe. Ist das rot oder soll das braun sein? Auch ein Augenblind.
Ich erkenne die Augenfarbe. Hier ist so dunkel. Soll das braun sein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Augenhöhe. Augenbreite. Okay. Augentiefe. Okay. Lidschatten. Oh. Können wir machen. Okay. Von mir aus Augenbrauen. Danke. So. Brauenhöhe mache ich jetzt erstmal. Braunbreite. Warum sehen die so böse aus? Das wäre was? Also. Oder keine. Die ERA Braunhöhe. Die sehen so. Bös aus. Nein, wir bleiben bei der hier. Wie gesagt, es Premiere-Folge, die wird halt ein bisschen länger und wir wollen ja auch einen schönen Charakter haben. Und man muss sich halt helfen ohne Mods. So, Mund. Fangen wir mal an. Und also 1, 2, 3. Nein. Oh nee. Warum sieht die denn so traurig aus? Okay, der ist nicht schlecht. Stellung. Was heißt das? Ach so. Okay. Kinnweite? Was ist das noch? Das ist jetzt die Kinnbreite, ne? Ich sehe Kinnhaare und nichts fehl. So, Kinnhöhe. Ah, okay. Was lassen wir? Kinnstellung. Okay. Lippenfarbe.
Aber lass ich mal kurz so. Gefällt dir zum Hund nicht? Gezwungenes Lächeln. Okay, nehmen wir den. Aber mir schaut sie doch zu grimmig aus. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie schaut sie grimmig aus. Für mich. Okay, die Nase gefällt mir jetzt besser. So kann sich das mit der Zeit immer ändern. hoch. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da einen Unterschied. Von dem und dem. Ich lasse den mal. Oder heißt es Sommersprossen vielleicht? So, mit der so rumlaufen, ich denke, ist okay so. Augenbrauen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was sich daran ändert. Da sehe ich auch wieder nichts. Braunweite. Ah. Okay. Braunhöhe. Okay. Ja, die waren bis jetzt am besten. Die anderen waren so. Nicht mein Ding. Ich würde privat mir auch nicht die Augenbrauen so machen. Vielleicht so noch, aber nee. So. Ja. Mund. Lippenfarbe können wir mal gucken. Was doch schon okay, oder? So.
würde sagen, ist okay. Jetzt machen wir noch die Haare. Und auch noch vorne an. Erstmal Haarfarbe. Ich hätte gerne blond. Was habt ihr denn so an Blonden? Okay. Mir gefällt das nicht mit den Augenbrauen, dass die dann sich mit verfärben. Können die nicht... Oh, eine schöne Farbe. Auch nicht schlecht, so ein Blau-Schwarz. Ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, ich mag das nicht, weil die Augenbrauen sich mit verfärben. Gibt es kein Blond, wo die Augenbrauen trotzdem dunkel bleiben? Also mir gefällt das Dunkle dann besser. Das oder... mit Blau drin, ne? Okay, gehen wir mal Haarfrisuren durch. Ach, ja, das sind wieder Frisuren, die ich super toll finde. Na klar, wieso nicht? Okay. Aber dann gefällt mir die Farbe doch nicht. Jetzt ist mit Lila. Bleiben wir so. Sieht auch nicht schlecht aus als kurzer Frisur. So ein Zopf ist auch schön. Oh. Oh la la. Das ist eine schöne Textur für Haare. Was ist wieder so, Auch so, Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die. Und die nicht so. Die ist auch noch okay. Oder hier dieses Wirrwarr. Ja, ich hoffe, dass es ein paar neue Mods gibt für Haare. Welche nehme ich denn jetzt? Auch eine schöne Frisur. Kurzer Frisur. Erinnert mich an Dragon's Dogma. Ja. An meinen Prinz Charmin. Ja, da hätte ich auch mal wieder Lust, aber... Sieht so anders aus mit...
Nein. Braun. Sieht geil aus. Ich bleib bei Braun. Bisschen was. Ja, aber welchen nehme ich denn jetzt? Ich tendiere zu der. Zu der Frisur. Ah, die nicht so. Oder zu der. Die ist eigentlich sehr schön, oder? Wir nehmen die. Was sagt ihr? Wirklich sehr schön. So. Na, da hätten wir das. Mund war ich auch soweit mit zufrieden. Mundstellung. Okay, Augenbrauen waren auch okay. Augen, Nase. Nasentyp. Ist zu klein, die ist, passt in wenig. Jetzt habe ich vergessen, welche unsere war. Ich glaube hier vorne die, oder? Die. Unsere Wangen war bla bla bla. Also seid ihr damit zufrieden? Können wir so starten? Oder? Ja, ich bin ein bisschen, wie gesagt, wenn ihr das nicht gerne sehen wollt, ich werde auch bei der Premiere aufschreiben, dass es hauptsächlich Charaktererstellung ist. Ja, ich denke, wir können so bleiben. Sollen wir noch eine andere Augenfarbe machen? Wir können mal kurz gucken. ja, Augentyp, Augenfarbe war die erste, ne? Mal gucken, was sie vorher hatte, so ein Blau oder was sie hatte. Auch eine Farbe. Nein, die sind alle so kalt, so tot.
die Farben. Ah, ich finde sie gut. Okay, ihr Lieben. Ich weiß, das war jetzt lang. Aber, ja. Sie wird sein. Profil ist für mich auch in Ordnung. Wenn mal ein Mod rauskommt, kann man ja nochmal basteln. Ansonsten würde ich sagen, sie ist es. Wir sind fertig. Ja. Wir nennen uns einfach nur Sarah. So. Zack. Bevor ich aber annehme, beende ich den Part. Denn ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, ob es sofort weitergeht und ich nicht mehr eine Ansage machen kann oder beenden kann. Ja, ich würde sagen, das sind wir. Ich kann im Moment abbrechen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, adios.